Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Frage bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Markus an. Dieser hat über FutureSale geschrieben, welches er mit 5 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Heute möchte ich euch FutureSale vorstellen, ein käuflich erwerbbares Videoseminar, welches sich auf den Bereich des Online-Marketings spezialisiert hat. Entwickelt wurde dieses Seminar von Oliver Schmuck, der sich damit an Unternehmer richtet, die ihre Internetpräsenz verbessern wollen, um neue Kunden zu akquirieren. Auf der Seite future-sale.de findet man neben dem Videoseminar die 7 magischen Umsatzsäulen auch einen Blog von Herrn Schmuck persönlich, auf dem er verschiedene Themen schriftlich abhandelt. Im Fokus steht dabei die Neukundengewinnung durch gezieltes Online-Marketing, somit eine schriftliche Ergänzung zu seinem Videomaterial. Der Videokurs die 7 magischen Umsatzsäulen. Zurzeit erhält man den Kurs gratis, indem man sich über E-Mail anmeldet. Innerhalb weniger Minuten bekommt man ein Passwort zugeschickt, mit welchem man Zugriff auf das Videomaterial erhält. Die Reihe besteht aus 7 Videos, die zwischen 2 und 6 Minuten lang sind. Insgesamt summieren sich alle Videos auf knapp eine halbe Stunde Material. Pro Video wird eine Umsatzsäule anhand von Stichpunkten vorgestellt, die Herr Schmuck noch weiter ausführt und kommentiert. Ziel dieser Reihe ist es, den Unternehmer näher zu bringen, wie er sein Produkt so vermarktet, dass Interessenten zu Kunden werden. Nach Herrn Schmuck fängt dies dabei an, dass man sich in die Lage des Kunden versetzen muss, herausfinden muss, was seine Wünsche und mögliche Probleme sind. Weiter erklärt er, dass man eine Lösung anbieten sollte, die man geschickt auf seiner Webseite platziert. Schmuck weist auf die Wichtigkeit einer ausdrucksstarken Headline hin und welche Bedingungen dieser erfüllen sollte. Außerdem behandelt er noch, wie ausschlaggebend es sein kann, dass der Kunde Vertrauen zum Unternehmen aufbaut, dass jegliche Aussagen, die man als Firma tätigt, bewiesen werden müssen und wie wichtig es ist, ein Angebot zu formulieren, welches der Kunde nicht ablehnen kann. Schmucks 7. Säule besagt, dass man den Kunden zum Handeln anregen sollte, da auch dies den Umsatz steigern kann. Dies ist nur ein Einblick in diese Videoreihe. Oliver Schmuck behandelt die ganze Thematik wesentlich detaillierter. Mein Eindruck hierzu ist durchaus positiv. Innerhalb einer halben Stunde wurde ich zum Nachdenken angeregt, wie ich mein Unternehmen zu einem besseren Internetauftritt verhelfen kann. Mir hat es geholfen, mich noch einmal damit auseinanderzusetzen, wie ich bisher mit der Thematik umgegangen bin und eventuell umzudenken. Gerade ein so simpler Tipp, dass man sich genau vorstellen sollte, was der Kunde will, wo er hin will, woher er kam, inspirierte mich dazu, mich hinzusetzen und in Ruhe zu überlegen. Alles, was er sagt, ist auf nahezu jedem Bereich anwendbar, das heißt vom Automobilverkäufer bis hin zum Kioskbetreiber. Nun muss man auch realistisch bleiben und sagen, dass in den 30 Minuten kein Millionenkonzept erklärt wurde. Aber dennoch lohnt es sich, die Zeit zu investieren, um sich inspirieren zu lassen und eventuell die bisherige Marketingstrategie zu überdenken oder eine neue überhaupt erst aufzubauen. Hier findet man kurze Blog-Einträge von Oliver Schmuck rund um die Themen Online-Marketing, Kundenakquise, Google, Facebook und so weiter. Die Einträge sind meist kurz gehalten, für einen Einsteiger verständlich geschrieben und enthalten die wichtigsten Informationen. Es ist allerdings nicht so detailliert, dass man nach dem Lesen zum Experten geworden ist. Allerdings ist es ausreichend genug, um einen guten Überblick über die Thematik zu haben, um sich somit gegebenenfalls auf eigene Faust noch weiter damit zu beschäftigen. Nehmen wir als Beispiel Google oder Facebook. So schalten sie ihre beste Werbung. In diesem Artikel wird lediglich verdeutlicht, dass Google und Facebook unterschiedliche Zielgruppen erreichen und man sich dessen bewusst sein sollte. Hier wird also dazu angeregt, dass man sich Gedanken macht, über welche Plattform man seine Zielgruppe besser erreichen kann und wie wichtig es ist, dass gescheiterte Werbung gewinnbringend angebracht wird. Abschließend kann ich sagen, dass sich ein Besuch auf der Internetseite future-sale.de lohnt. Man wird hier sicherlich einige sinnvoll investierte Stunden verbringen können, die damit enden könnten, dass man sich motiviert fühlt, um an sich selbst und der eigenen Marketingstrategie zu arbeiten. Mir wurde noch einmal deutlich vor Augen geführt, wie wichtig das Internet heutzutage ist und wie einfach man damit Kunden gewinnen kann, welche besondere Rolle Facebook, Google und AdWords dabei spielen und wie im Endeffekt all dies Wissen mein Unternehmen stärken kann. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.